Hallo. Moin. Hallo liebe Freunde. Urbexer und Hobbyfotografen. Mein Name ist Andreas Gössel. Ich bin Infinity Urbex. Ich bin Ruben Becker. Ich bin Frau Heiopei. Mein Name ist Sascha. Ich bin SW Perspektive. Ich liebe es zu fotografieren, auch gerne in Lost Place. Ich bin auf YouTube und auf Instagram unterwegs. Ich bin leidenschaftliche Fotografin und ihr findet mich auf Instagram. Ihr kennt mich als Fotograf und Urbexer von Instagram. Ich habe einen YouTube-Channel, leidenschaftliche Hobbyfilmer. Ich bin nicht bloß Musikerin, sondern auch leidenschaftliche Urbexerin. Und besuche verlassene Orte und versuche, die Schönheit des natürlichen Zerfalls festzuhalten und auch etwas über die Geschichte dieser Orte rauszufinden. Und ich habe heute einige Worte an euch zu richten. Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Text hier anfangen soll. Und ich bin ehrlich, ich muss mich echt zusammenreißen. In letzter Zeit sind Dinge passiert, die mich echt wütend machen. Lost Places werden mutwillig in Brand gesteckt, zerstört oder auch beschmiert. Das stimmt mich traurig und wütend zugleich. Und eigentlich würde ich am liebsten nur noch losschimpfen. Aber stattdessen schreibe ich nun Folgendes an euch. Urbexen bedeutet Leidenschaft, Hobby, Freude und Spaß. Es ist nicht einfach nur reingehen in die Lost Places, beziehungsweise in die verlassenen Orte, sondern auch das Erforschen der Vergangenheit. Die Geschichte eines Ortes kennenzulernen. Versuchen zu verstehen, was dort passiert ist und warum es leer steht. Einfach den Ort auf sich wirken lassen und die Vergangenheit und die Geschichte zu fühlen. Die Aura des Ortes wahrzunehmen und mit jedem Sinne des Körpers spüren zu können. Beim Urbexen haben wir klare Regeln. Leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Der Ort wird so hinterlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Es wird nichts zerstört und man verschafft sich keinen gewaltsamen Zutritt zu den Gebäuden. Wenn verschlossen, dann bleibt verschlossen. Wir behandeln die Orte und dessen eventuelle Besitzer mit Respekt. Niemals alleine losgehen. Und grundsätzlich bleiben solche Orte geheim. Leider gibt es in letzter Zeit viele, die sich nicht an diese Regeln halten. Solche, die denken, sie wären gleich mit den echten Urbexern. Sie haben aber eben nicht den nötigen Respekt und Anstand. Geben Adressen auf Webseiten oder an Dritte weiter. Und meinen, sie können sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen. Als echter, vernünftiger Urbexer liegt es nicht in unserem Interesse, die Orte zu zerstören oder preiszugeben. Ganz wichtig. Wir sind auf der Suche nach Fotos, die wir für unsere nächste Generation festhalten wollen. Wir machen Videos, um die Faszination der Orte mit euch teilen zu können. Wir müssen und wollen nichts kaputt machen. Denn wir wollen diese Orte schließlich auch erhalten. Um denen nach uns auch die Gelegenheit zu geben, dieselbe Erfahrung machen zu können. Als Urbexer distanzieren wir uns von jeglicher Art der Zerstörung und Brandstiftung der Lost Places. Denn die Geschichte dieser Orte ist unersetzlich und diese kann keiner wiederholen. Meine Freunde, ich hoffe, wir als Gemeinschaft können damit nun etwas erreichen. Damit dieser Zerstörungswahn und diese Respektlosigkeit aufhört. Macht es nicht für uns, macht es für die Geschichte. Mit diesem Video wollen wir ein klares Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen die Zerstörung und den Diebstahl in und an den Lost Places. Bitte, ich wiederhole, bitte habt Respekt im Umgang mit den Orten und deren Besitzern. Danke. Dankeschön. Danke. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis bald, bis dann. Ciao, ciao. Wir gegen Vandalismus. Peace.